عثمان بارك الله فيك في الأمان وإن شاء الله في الأغنى زي بشتك إن شاء الله. الإنسان das Wort إنسان auf Arabisch kommt ja stammt aus النسيان ينسى يعني سمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى وكذلك القلب سمي قلب لأنه سريع التقلب. Das heißt sinngemäß der Mensch heißt im Arabischen Insan, weil er sehr viel vergisst. Der Mensch vergisst viel. Subhanallah. Und das Herz heißt im Arabischen Qalb. Al-Qalb kommt von Taqallub. Das heißt, das Herz ist sehr wechselhaft. Es ist sehr veränderlich. Sogar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spricht sinngemäß in einem Hadith über das Herz und beschreibt die Wechselhaftigkeit des Herzens. Er hat ihn beschrieben, sallallahu alaihi wasallam, wie ein Feder, welcher an einem Baum hängt in der Wüste, welcher vom Wind hin und her umher gewirbelt wird, von innen nach außen, von außen wieder nach innen. Wir wissen, bildlich, stell dir das bildlich vor, ein Feder hängt in der Luft und wird vom Wind hin und her gewirbelt, subhanallah. So sehr sind unsere wechselhaft sind unsere Herzen. هكذا يتقلب القلب بسرعة sehr schnell. In einem anderen Hadith beschreibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die Wechselhaftigkeit des Herzens wie ein kochendes Kessel, in dem Wasser drin ist, wie wir alle manchmal einen Kessel benutzen und da drin, subhanallah, kochen wir Wasser und es fängt an zu brudeln. Das Herz, sagt Rasulullah, ist wechselhafter und veränderlicher als diesem brodelndes Wasser. Das heißt, mal bist du stark im Dien, dass du, mashallah, die 5 Gebete einhalten kannst, plus dann die Sunna dazu und freiwillige Gebete dazu. Und du kannst viel Da'wah machen, mashallah. Du kannst das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, alhamdulillah. Das heißt, man kann sehr vieles tun, walillahi alhamd. Aber manchmal bist du so schwach, dass du sogar an dir selber zweifelst, ob du überhaupt noch ein Muslim bist oder nicht. Ja? Weil ein Nafs laha iqbalun wa idbar. Das ist unsere Nafs. Manchmal befinden wir uns in einem Zustand des Iqbal. Iqbal heißt in einem Zustand, wo du dich fit fühlst, mashallah. Du bist stark, man eilt zu den guten Taten. Manchmal fühlt man für halati idbar. Idbar heißt, Nafs ist schwach und es ist so, ob man rückwärts fährt. Nafs hat keine Kraft. Das ist die Lage des Menschen. Unsere Herzen sind wechselhaft. Unsere Seelen, mal sind sie fit und stark und energisch, was die Ibadat betrifft. Mal sind sie, werden sie gebremst oder die gehen rückwärts, indem man vielleicht manchmal sogar nur noch die 5 Gebete halten kann. Es gibt eine Nasiha von Sayyid Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, der hat gesagt, wenn ihr euch in halati idbar befindet, Iqbal befindet. Das heißt, wenn ihr in einem Zustand seid, wo ihr euch gut fühlt, alhamdulillah, und ihr seid leicht, alhamdulillah, und fit und energisch, sagt, dann verrichtet viele freiwillige Taten. Viele freiwillige Taten. Denn diese freiwillige Taten, liebe Geschwister, sind sehr wichtig. Das ist ein Grund, ein Sabab, dass wir Allahs Liebe subhanahu wa ta'ala erlangen. Allah hat es versprochen. Es gibt nichts, womit wir Allah subhanahu wa ta'ala annähern können, wie die Pflichten. Danach kommen die freiwilligen Taten, liebe Geschwister. Mit den vielen freiwilligen Taten, die wir verrichten, erlangen wir Allahs Liebe subhanahu wa ta'ala, azza wa jal. Und für halat al-idbar, das heißt, wenn ihr schwach seid, wenn ihr gebremst werdet von euren Nafs, dann mindestens, sagt er, haltet euch an die Pflichten fest. Mindestens, nicht ausrutschen. Das heißt, wenn es hinter den 5 Gebeten geht, das ist, a'udhu billah, gefährliche Zone. Und da sehen wir viele Muslimin, mal beten sie, mal nicht. Und die sehen das als eine leichte Sache. Das ist der Beweis, dass der Iman sehr schwach ist. Der Iman ist sehr schwach. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, nach dem Tod des Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, er hat Menschen gesehen, die Sünden gemacht haben, welche sie nicht als groß gesehen haben. Als er das gesehen hat, sagte er,
Ich habe Menschen erlebt, damit meint er die Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er meint die Sahaba radiyallahu anhum. Er sagt, ich habe Menschen gesehen, die haben kleine Sünden gesehen, gemacht. Und sie sahen sie alles al-Mubiqat. Mubiqat heißt alles eine vernichtende Sünde. Eine der größten Sünden. Der Unterschied sind die Herzen, liebe Geschwister. Die Herzen sind unterschiedlich. Deren und unsere sind ein Unterschied. Und deswegen, warum ich das kurz erwähnt habe, weil ich mich bedankt habe bei dem Bruder Barakallahu fi, dass Allah ihn benutzt hat für diese Sache, dass es sehr wichtig, liebe Geschwister, dass wir immer wieder in solche Ermahnungskreise erscheinen. Immer wieder. Man soll es nicht verachten. Und man soll es auch nicht sagen, weil der Anzahl gering ist, ich komme nicht. Nein, du kommst nicht wegen dem oder wegen dem oder wegen Abu Ubaida oder Abu Hamza oder Abu Weisallah. Ja? Nein, ich komme wegen Allah. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, As-Su'al, die Frage zu stellen. Das heißt, wenn ich etwas nicht weiß, gehe ich zu einem Alim. Fas'alu ahl al-dhikri in kuntum la ta'lamun. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, wer sind ahl al-dhikr? Jetzt viele, leider viele Brüder und viele Schwestern, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten, verstehen ahl al-dhikr, das sind die Sufis, die viel Dhikr machen. A'udhu billah. Das ist ein Beweis, dass wir unwissend sind im Islam. Das ist ein Beweis, dass wir uns nicht beschäftigen mit dem Koran. Und vielleicht kann es sein, dass wir den Koran lesen, aber nicht begreifen und nicht verstehen. Weil wir den Koran so verstehen, wie wir wollen. Der Koran wird nicht so verstanden, wie wir wollen, sondern wir müssen zu Ulama gehen. Warum? Weil Allah im Koran befohlen hat, zu Ulama zu gehen. Ahlul Dhikr sind die Ulama. Das sind die Gelehrte, liebe Geschwister. Nicht irgendeiner, der vielleicht in der Ecke sitzt und 24 Stunden Dhikr macht, noch nicht mal auf die Art und Weise, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen hat. Das sind nicht Ahlul Dhikr, diese Leute. Ahlul Dhikr sind die Gelehrten. Das sind die, die das Wissen vom Propheten geerbt haben. Und die Erbe von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was ist seine Erbe gewesen? Geld? Besitz? Nein. Der Beweis dafür, ich erinnere euch kurz an den Hadith, die Geschichte von Abi Huraira, radiyallahu anhu. Abi Huraira ging einmal in Medina zum Markt und sah, die Leute sind beschäftigt, abgelenkt, Dunya, wal'iyadu billah. Denn natürlich, er hat gesehen, die Menschen interessieren sich für Dunya. Guck mal, wie die Hikmah von den Sahaba. Der Hikmah bekommt, hat viel Khair von Allah bekommen. Und die Sahaba hatten Hikmah. Aber von wem haben sie gelernt? Von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Huraira sieht, die Leute lieben Dunya, sind beschäftigt mit Dunya. Wie kann ich sie zur Moschee bringen? Guck mal, was wir lernen müssen. Die Weisheit, wie ich einen Bruder zur Moschee bringe. Wie ich jemanden, ob der Muslim ist oder nicht Muslim ist, wie ich ihn den Weg zur Rechtleitung zeige. Mit Barmherzigkeit, mit Rahma. Denn wir haben schon oft gesagt, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Menschen umgegangen ist. Das ist unsere Lehre, alaihi salatu wassalam. Sallallahu alaihi wasallam. Abi Huraira überlegt. Dann hat er die Leute gerufen und sagt, kommt her, beeilt euch. Im Moschee vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird seine Erbe, die Erbe vom Propheten verteilt und unter den Menschen geteilt, ausgeteilt. Die Leute haben sich gefreut. Was war das Erste, was in den Sinn dieser Leute gekommen ist? Geld, Besitz, etwas, was von dieser Dunya ist. Dann sind sie alle gegangen, aber Abi Huraira radiallahu anhu hat dort gewartet, weil er wusste, dass sie was ganz anderes verstanden haben, als das, was er gemeint hat. Die Leute gehen und kommen zurück. Sie haben nicht das in der Moschee gefunden, was sie erwartet haben. Die Moschee ist kein Restaurant hier. Die Moschee ist kein Bazar. Die Moschee ist kein Markt. Wenn du die Tür hier betrittst, lass die Dunya draußen. Lass die Dunya draußen. Für eine Weile. Heute ist es so schwer, subhanallah, sich von Dunya loszulassen. Wallahi, noch nicht mal im Gebet. Ich erinnere mich an einen Scheich, hat einmal erzählt, er hat gebetet und der Arme, der hat am Ende, er war unsicher, wie viel er gebetet hat. Er wusste nicht genau. Subhanallah, dann hat einer gesagt, ich weiß, dass wir viel gebetet haben. Und das ist wirklich passiert, die Geschichte. Er sagte, woher weißt du denn das? Er sagte, ich habe vier Läden. Bei jeder Raka habe ich in einer meiner Läden gedacht. Wal'iyadu billah. So konnte er sich im Gebet noch erinnern an die vier Raka'at. Subhanallah.